Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation für das räumliche Leitbild der Metropolregion Hamburg. Mein Name ist Holger Hofschreuer und ich werde für das Team Reiche Hase, Assoziierte und Rabe Landschaften unsere Ansätze und Ideen in sehr komprimierter Form darstellen und Ihnen nun präsentieren. Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist der Befund, dass es sich um eine sehr fragmentierte Region handelt. Und unsere Ansätze sollen dabei helfen, diese Fragmentierung zu überwinden. Denn die Metropolregion als Ganzes hat eine unglaubliche Lagegunst. Sie ist Schnittstelle im europäischen Kontext zwischen Amsterdam, Kopenhagen, Berlin und nimmt dort eine besondere Schlüsselstellung ein in Verbindung mit den verschiedenen Verkehrsachsen, die an der Stelle zusammenkommen. Das Tor zur Welt soll Schnittstelle werden für eine starke und resiliente Region, die in ihrer Zusammenarbeit weiter gestärkt werden soll. Dabei stehen wir vor vielfältigen Herausforderungen. Wir überschreiten diverse planetare Grenzen und das stellt die Lebensgrundlage der Region in Frage. Unser Leitbild und unser Ansatz soll insbesondere hierzu Antworten finden, um aus der fragmentierten eine souveräne Region zu machen. Souverän im Sinne von produktiven Landschaften, die eine souveräne Nahrungsmittelversorgung ermöglichen, Souveränität für die Energieversorgung, aber auch starke Landschaften als Rückgrat und das Zusammendenken von Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung. Das sind die wesentlichen Elemente unseres räumlichen Leitbildes, die in Form einer intakten Landschaft als Lebensgrundlage, verschiedener Vernetzung von innen nach außen und der Entwicklung als Teamarbeit das räumliche Leitbild für das Jahr 2045 darstellen sollen. Ausgangspunkt, Grundlage unserer Überlegungen ist die intakte Landschaft. Unsere Lebensressourcen sind akut bedroht. Wasser, Boden, Luft, Pflanzen und Tiere stehen vor großen Herausforderungen und damit auch die Grundlage dessen, was unsere Region ausmacht. Unser Leitbild soll einen Beitrag dazu leisten, diese Lebensgrundlagen zu sichern. Und das in Form von starken Landschaften und Korridoren, die sich über diese gesamte Landschaft ziehen. Das heißt, unsere Landschaften werden bestimmte Wildnisorte noch stärker betonen, Erholungs- und Ruhezonen für die Region ausbilden und auch alternative Lebensmöglichkeiten in den grüneren, freieren Räumen beibehalten. Ein Multiloop wird diese Landschaften vernetzen und es gibt verschiedene Korridore zwischen den Landschaftsräumen und als Landschaftsräume selbst, die das grüne Leben und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen erhalten sollen. Wasser spielt in der Region eine ganz besonders große Rolle, insbesondere die Tidelandschaften der Elbe und der Küstenbereiche, die wir ganz besonders in den Blick nehmen. Sowohl Nordsee als auch Ostsee und auch die multifunktionalen Bundeswasserstraßen, die wir haben, und auch das Klimaseenland leisten alle einen Beitrag für die wasserdynamischen Landschaften der Region, die aufbauend auf den Naturlandschaften auch weitere Funktionen des Tourismus und der Freizeit, der Landwirtschaft und Energiegewinnung und der Siedlung und Infrastruktur mit aufnehmen sollen und das auf eine wassersensible und wasserkompetente Art und Weise. Die Region als Schwamm ist das Leitbild, das wir verfolgen, um dieses Thema der Wassersensibilität als integrierten Bestandteil all unserer Alltagswelten ausbilden zu können. Souveränität bedeutet auch Souveränität der Nahrungsmittelversorgung. Bestehend auf den eiszeitlichen Landschaften haben wir unterschiedliche naturräumliche Potenziale und Gegebenheiten und unterschiedliche Böden, die unterschiedliche Anbauprodukte ermöglichen. Das Ziel ist es, die Verteilung der landwirtschaftlichen Anbauflächen im Jahr 2045 weiter zu diversifizieren und einen stärkeren Anteil von experimenteller und ökologischer Landwirtschaft in der Region zuzulassen. Das bedeutet ein regionales Fruchtfolgenmanagement und eine Schonung der natürlichen Böden, damit wir auch langfristig die Leistungsfähigkeit und Produktivität der Landschaft erhalten können. Daraus schaffen wir eine resiliente und bewohnbare Region mit hoher Lebensqualität. Diese intakten Landschaften sind die Lebensgrundlage, die einen wesentlichen Anteil dieses Leitbildes darstellen. Stellvertretend dafür hier jetzt die Darstellung insbesondere des regionalen Loops. Als weitere Ebene hinzu kommt die energiesouveräne Region. Wir sehen, dass die Region ein großes Potenzial hat und eine große Produktivität im Bereich erneuerbaren Energien, ein Überschuss. Der soll genutzt werden und wir identifizieren bestimmte Bereiche, in denen eine kombinierte Energieerzeugung eine besondere Rolle spielt. Dort, wo dann auch zukünftig energieintensive Industrien beispielsweise dargestellt werden können. Darüber hinaus geht es um den Umbau von Landschaft und Stadt für erneuerbare Energien, um diese Energiesouveränität weiter zu stärken und zu unterstützen.
Somit wird dann dies Teil unseres Leitbildes, basierend auf den Landschaften, auch den Bereich der Energiesouveränität in den Blick zu nehmen. Ganz wesentlich für das Thema der Überwindung der Fragmentierung ist die Vernetzung innerhalb der Region. Das bedeutet vor allem auch starke Achsen, die ein Rückgrat bilden in der Region. Eine Stärkung der jetzt schon überlasteten Achsen und ein Ausbilden weiterer, auch tangentialer Verbindungen in der Region mit verschiedenen Ringsystemen, dem inneren Ring im Bereich Hamburg, dann der Regioring zwischen Lübeck, Lüneburg und Stade und der äußere Ring als weitere Vernetzungsmöglichkeit, um Achsen und verschiedene Tangentialverbindungen übereinander zu bringen. Wir setzen dabei stark auf eine Reaktivierung und Lückenschlüsse, also kein kompletter Neubau von Infrastruktur, sondern Ausbau der bestehenden Systeme, um nachhaltig agieren zu können und das Ausbilden von Knotenpunkten innerhalb der Region, um gute Umstiegsmöglichkeiten zu schaffen und darüber hinaus auch touristische Knoten und Portale in die Landschaft hinein ausbilden zu können. Das Ganze müssen wir auch trimodal denken, das heißt auch die Wasserwege in den Blick nehmen. Und das gilt natürlich nicht nur für den Personenverkehr, sondern insbesondere auch für den Güterverkehr innerhalb der Region und natürlich darüber hinaus, insbesondere Richtung Fehmarnbelt und dem Ausbau der Infrastrukturen, die ein besonderes Potenzial bieten. Diese Vernetzung von innen nach außen zusammen mit den Landschaften und den Energiesystemen in der Region steigern somit die Souveränität und die Überwindung der Fragmentierung in der Region. Und abschließend das Thema Teamarbeit in der Region. Wir sehen es als unbedingt erforderlich an, den Flächenverbrauch zu minimieren und dort Wachstumspole zu konzentrieren, wo es bereits eine hohe Dichte an Arbeitsplätzen, an Forschungseinrichtungen und an leistungsfähiger Infrastruktur gibt. Gerade in diesen Bereichen müssen wir den Fokus ansetzen und gleichzeitig darüber hinaus auch gucken, wie können wir eine sinnvolle Arbeitsteilung in der Region darstellen und eine funktionale Differenzierung, sodass alle Hand in Hand arbeiten und die Region insgesamt stärker wird. Wir haben verschiedene Raumtypen, die wir entwickeln möchten, die Metrokerne mit den großen Metropolen, überregionalen Zentren und regionalen Zentren, die wachsenden Verflechtungsräume, die zwischen diesen Kernen liegen, die dann insbesondere weitere Urbanisierungsfunktionen aufnehmen und im Sinne der vierfachen Innenentwicklung, Urbanisierung, die Entwicklung von Gewerbe- und Siedlungsflächen, die Freiraumentwicklung, die Mobilitätsentwicklung und die Infrastrukturentwicklung in der Region insgesamt voranbringen. Daneben die Entwicklungsschwerpunkte. Das sind wirtschaftsstarke Mittelstandsplayer und neue Gateways, die in der Region verteilt darüber hinaus auch durch eine bessere Anbindung die Möglichkeit haben, mehr Potenzial auszuschöpfen für die Region insgesamt und auch in sich selbst diese Transformation voranbringen der Region, um ein stärkeres Potenzial darzustellen für die Versorgung mit Infrastrukturen, aber auch für Arbeitsplätze und Wohnen in der Region. Und der multitalentierte Raum, das sind unterschiedliche Bereiche, die zwischen diesen Kernen liegen und ganz unterschiedliche Aufgaben aufnehmen und da insbesondere im Bereich Landschaft für das Thema Energieversorgung, produktive Landschaften für die Nahrungsmittelversorgung, für das Thema Biotop, Klimaschutz und auch für die Vernetzung der unterschiedlichen Räume untereinander eine große Rolle spielen. All diese Räume bauen auf Impulsen, die wir in der Region sehen, die die Region noch weiterbringen, die Hafenstandorte, die Hochschulstandorte, Arbeitsplätze, erneuerbare Energien, die Ansätze der urbanen Kerne in der Region. Alle diese geben die Transformation vor, die in besonderen Räumen nochmal in den Blick genommen werden soll, beispielsweise in der Elbemündung, aber auch im Dreieck Lübeck-Wismar-Schwerin oder im Umfeld der Metropole Hamburg sowie im Süden im Bereich Uelzen-Soltau. Das sind für uns besondere Transformationsvorreiter, in denen verschiedene Themen nochmal stärker in den Blickpunkt genommen werden sollen, was die Transformation der Region insgesamt voranbringen soll. Und so sehen wir das Gesamtbild, das sich aufbaut von einer starken Landschaft als Rückgrat mit der Souveränität der Energie, der Vernetzung in der Region nach innen und nach außen und dem Teamplay der unterschiedlichen Zentren und Bereiche in der Region. Und somit ein Zukunftsbild für die Region Hamburg, basierend auf einer Souveränität der Region und einer Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für die Zukunft der Region, um die Region bis 2045 deutlich voranzubringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute.